Not in New York, some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. Ich möchte gleich mal sagen, aufgrund von Problemen anhand von Grafik-Bugs und Zeitproblemen kann ich leider nicht so gut schneiden. So, meine Damen und Herren, wir kommen wieder hier zurück zu einer neuen Runde von Rollercoaster Tycoon Worlds. Ja, wir sind heute wieder da und ich sehe gerade, wir können alle fucking Achterbahnen zu uns kaufen für 10 fucking Punkte. Also fast alle. Wir können für unseren für unsere eigene Dings dann müssen wir mal überlegen mit den Punkten. Wir könnten uns glaube ich alle Achterbahnen fast holen. Was haben wir hier? Wir haben eine Looping Achterbahn, die können wir uns die könnten wir uns jetzt gerade noch so holen, aber wir müssen erstmal eine fucking Stand-up Achterbahn bauen. Das kriegen wir natürlich hin, das ist alles kein Problem. So, ich muss gerade noch was Schnelles gucken auf mein wunderbares Phone. Und die Sache ist, wo fangen wir an? Ich würde mal sagen, kriegen wir die Bahn sogar hier noch rein? Mal schauen, das war lustig, wenn wir die hier noch beginnen könnten. Ja, alles so ein bisschen durcheinander gebaut, dadurch, dass die Bahnen sowieso nicht das Wichtige sind. Warum müssen wir immer zum Ende reinfahren? Wie wäre es denn, wenn wir mit einem Kettenzug reinkommen? Und da wäre, glaube ich, der ja gar nicht mal so schlecht. Da können wir nämlich hier erstmal nach fucking Untenhausen gehen. So, da sind wir 7 Meter. Ich glaube, das heißt 7 Meter, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. So, dann können wir nämlich erstmal fucking nach unten gehen und dann eine schöne Kurve einschlagen. Alter, bodenlose Achterbahn, 100 A... Yo, als ob. Kopf über, Ich glaube, das möchte jeder machen. Erstmal so 180 Grad vielleicht. Das reicht ja, glaube ich, vollkommen zu. Dann gehen wir fucking nach unten noch weiter. Dann drehen wir uns mal wieder. Gehen erstmal nach oben langsam. Drehen uns dann wieder auf 0 Grad. Ne, also 360, wenn das so angezeigt wird. 360. Oh, da wird mir ja schon schlecht, wenn ich dran denke nur. Gut, und dann können wir mal mit einem Beschleuniger. Yo! Alter Scheiße. Wir haben fucking Beschleuniger. 1. Fucking in die Luft katapultieren. Ich bring mich um. So. Dann macht man die fucking Beschleuniger raus. Obwohl, wir haben wir die kmh-Zahl? 5? Viel zu wenig. Zehn ist das Maximale. Eigentlich viel zu wenig die Beschleunigungskraft. Viel zu wenig. Alter, ist das krank. Ist das krank. 90 Grad noch oben. Bodenlos. Erstehend. Also, da wird mir ja schon schlecht, wenn ich nur dran denke. Also, wie gesagt, letztes Part habe ich ja gesagt gehabt, Achterbahn, eigentlich kein Problem. Aber wenn ich jetzt daran denke, darf ich mich umbringen? Warte mal, die Achterbahn hinten ist noch... Yo, warte mal, wir gehen natürlich noch ein kleines bisschen nach oben. Halt, nein. Ohne Beschleuniger.
Ungültige Position. Gibt es was Besonderes? Als ob. Als ob. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal schön nach unten, um dann in die Schräge zu gehen. Oh, nee, bloß nicht. Um dann eine fucking Besonderheit zu machen. Vielleicht nicht ganz realistisch, aber spaßig realistisch, sagen wir es mal so. Wir müssen ja die Achterbahn ein bisschen ausprobieren, nicht wahr? Fuck, nein, bitte sag nicht, sag nicht. Oh, puh. Nee, eigentlich möchte ich keine, habe ich keine Lust, das Ding umzubauen. Ich probiere das Ding jetzt aus. Ich setz mich rein. Ich setz mich fucking rein. Oh, mir wird schlecht. Oh, allein. Oh. Oh, jetzt. Das ist fucking normale Geschwindigkeit. Und jetzt. Scheiße, es war ein kleines bisschen, glaube ich, zu viel. Weil ich hier alles umgebaut habe. So, wir kommen wieder im Test. Oh nee, das ist doch schrecklich. Das ist doch fucking schrecklich. Oh, Alter, am besten hier noch Wasser drunter. Also, wie ich das schon letztes Mal gesagt habe, es wird keine Schönbau-Map, es wird einfach eine fucking Test-Map. Und jetzt geht's los. Alter. Das ist eigentlich eine fucking Testmap, wegen ganzen Zügen. Wie laufen die? Wie kann man am besten bauen? Und der fährt durch. Jo. Okay, ich glaube, das ist ein kleines bisschen zu viel. Reibung. Ja. Nein, Reibungsbremse. So, wir testen das noch einmal durch. Was ist denn überhaupt, wenn ich die verringert die Reibung? Ach du Scheiße. Gut, ich würde mal sagen, den lasse ich mal kurz durchfahren. Also er fährt immer noch durch. Also ich würde mal sagen, vielleicht mal die Reibungsgeschwindigkeit, die Bremskraft erhöhen. Ob das jetzt reicht? Immer noch gescheitert. An was kann das wohl liegen? Ich weiß es nicht. Was ist, wenn man das vielleicht verlängern? Weil dadurch ist ja mehr Reibungskraft. Und dieses Mal hat es geklappt. Ich bin mal... Ach du Scheiß, Intensität. 23. Übelkeit 14,8. Sicherheit 12. Alter Scheiße, was habe ich denn nie gebaut? Ach, wir haben ja die Dings jetzt fertig. Die letzte Mission müsste jetzt eigentlich fertig sein. Ziele? Art steht... Ey, sag bitte nicht. Achterbahn stehend. Das ist doch eine stehende Achterbahn.
Achso, aufmachen. Okay. Und wir müssen noch das Tutorial komplett... Oh nein, ich habe gedacht, ich kann das verhindern, aber ich sehe gerade, das ist ja ein Teil... wir müssen das ja, das Tutorial machen. Oh, es ist eklig. So, mir egal. Hier, Achterbahn auf. Achso, ist offen, okay. So, jetzt hoffentlich ziehen wir noch mal ein paar Leutchen an. Und jetzt müssen wir hier die nochmal umbauen. Bewegen. Begeistern und teste. Achso, drücke 2 und bewege die Drehung von 180 Grad. Und dann. Ah, okay. Also das heißt, wir müssen die nochmal kurz umbauen. Drücke 2. Ich habe das doch schon geändert. Wo liegt denn jetzt eigentlich der... Ist mir doch scheißegal. Die Begeisterung. Begeisterung 4, über 4. Ihr wollt mich doch am Arsch lecken. Ey, das gibt's doch nicht. Das machen die doch mit Absicht, oder? So. Ey, wenn das jetzt so gepasst, dann kotze ich ab. Ich hab noch nie mal Hä? Ah, Scheinwerfer aber jetzt. Ach du Scheiße. Ja, wähle Achterbahn. Wähle Achterbahn im Menü. Wähle die Achterbahn aus, die bauen möchtest. Oder? Ihr wollt mich doch wohl am Arsch lecken, oder? Jetzt darf ich... Ich hab doch mein... Ja, okay. Wähle eine Station aus. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich baue jetzt noch meine andere Achterbahn. Ja, komm, warte mal, wir haben, na doch, den Hyper haben wir noch nie gemacht. Auch wenn ich nicht weiß, was der Unterschied liegt, aber Hypercoaster, so. Da muss er nicht befahrbar sein. Nie so richtig. So. Beschleuniger. Ah, das will ich eigentlich. Da müssen wir bestimmt noch unten. Oh, Leute, warum bin ich denn so dämlich? Ich weiß, ich bin allgemein dämlich, aber ach man. So, 3 Punkte müssen wir ja eigentlich plus bauen. So, dann machen wir das so und dann machen wir so. Dann können wir nämlich auf den Knotenpunkt gehen und den löschen. So, fucking Tutorial. Was kommt jetzt? Jo, als ob. So. 1, 2, 3. Was ist denn? Aha, 3 ist das. Okay, das kommt. Ist aber auch ziemlich cool. Jo, als ob. Als ob das funktionieren würde. Das wäre lustig, wenn das funktionieren würde. Ja, ich werde gerade schon mit Ausrufezeichen angeschrieben. Ja, ich werde gerade mit Ausrufezeichen schon angeschrieben, deswegen... Klick auf Mechanismen, um einen Klettenlifter Strecke hinzuzufügen. Ich glaube, wir machen mal hier zum Ende, machen wir mal einen Kettenlift rein. Du bist dran. Okay. Ich möchte mal bitte... Gut, darf ich bitte eine Bremse jetzt zu bauen? Weil ich glaube, eine Bremse wäre jetzt, glaube ich, fast wichtiger. So, am Ende, weil wir haben hier eine dauerhafte Beschleunigung. So, jetzt sind wir auf Zug, wir sollen auf Farbe Reiter gehen. Schön rot. Voll warm, wir machen die gelb. Wir machen die grün. Hä? Achso. Wir machen sie gelb. Achso, hier kann man die Teile... Achso, grün... Grün, achso, und ja, hier, und da machen wir es blau. Oh mein Gott, sieht die Scheiße aus.
Test. Und Test. Alter, diese Bahn! Ja, ich glaube mal, da ist ein ganz kleiner Fehler gewesen. Wir machen hier mal eine gewöhnliche Schiene hin. Warum hat die jetzt bestanden? Ich habe noch nie mal getestet. Schon wieder gescheitert. Dann machen wir hier am besten auch schon eine Bremse rein. Alter, das gibt's doch nie. Test, komm. Was ist denn hier los? Warum ist sie... Du kannst nicht anhalten. Ja, als ob. Warum Bahn kannst du diese fucking Bahn nicht anhalten? Oh ja. Du mit deinem fucking Beeinflusser. Ich habe hier größere Probleme. Ich komme mit dem Tutorial nicht zurecht. Alter. Ah, da ist ein Stöcken geraten. Ach so, okay, gut. Was ist jetzt? Testen? Test. Ihr wollt mich wohl am Arsch lecken, oder? Hä? Jetzt hat er so bestimmt... Wollt ihr mich am Arsch lecken? Was ist denn hier los? Das Spiel will mich pranken. Das Spiel prankt mich. Normale fucking Schiene. So, und hier machen wir nochmal eine fucking Bremse rein. Und hier oben, die kommt raus. Hier oben, die kommt raus. So. Los geht's. Alter, was? Dieses Spiel, das prankt mich einfach. Fucking Test. Geht doch. Und die Begeisterung ist bei 2,7. Also. Achso, und jetzt öffnen. Bin ich jetzt fertig? Alter, diese fucking Bahn, die hat mich angekotzt. Leute, ich würde mal sagen, wenn ich der ganze Pott gefallen hat, gibt nur noch oben, wenn ich einen Daumen nach unten schreibe in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Oder auch nicht. Wir spielen mal kurz noch ganz kurz weiter, damit ihr seht, was ich jetzt was ich mir jetzt kaufe. Ich hole mir nämlich die Looping-Achterbahn. Ich hole mir die Bearbeitung für die Sturzachterbahn. Ich glaube mal, die wird relativ lustig, weil die einfach nur abstürzt. Und ich hole mir... Hol ich mir die Krake? Und was ist das? Verkehrtachterbahn. Wing Coaster. Ist eine Achterbahn fertig. Und hier haben wir nochmal eine Drehachterbahn. Die Drehachterbahn gefällt mir persönlich sowieso nicht. Und ich würde mal sagen, Verkehrtachterbahn ist aber auch nicht so richtig geil. Wir machen die Bodenlose noch und dann haben wir noch... Ich sag einfach mal Wing Coaster. Ich weiß nicht, was der Wing Coaster macht. Ich glaube auch nicht, dass wir das in diesem Part noch herauskriegen. Aber damit beende ich natürlich meinen Part. Wenn ich da ganz Part gefallen hat, gibt nur noch, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mann das Wort. Ciao, ciao.